Willkommen zu einem Tutorial-Video der besonderen Art. Ich habe mir heute was überlegt. Ich habe gedacht, du stellst ihn jetzt mal auf. Ich hoffe, es ist so sichtbar, lesbar für alle, um was es handelt. Also wir sind im App Store. Das erste Mal, dass wir überhaupt in einem Video uns im App Store befinden. Zweitens, der iPod Touch steht heute. Und drittens, wir haben über 100 Abonnenten erreicht. Und ich bin stolz und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Abonnenten, die uns so zahlreich abonniert haben. Und der ein oder andere, der im App Store immer mal wieder ein bisschen in den Kategorien rumstöbert und sich gerade die Kategorie meistgeladene ansieht, wo man ja immer die Apps findet, die kostenlos sind. Wer das nicht wusste, der weiß es jetzt. Und der wird gesehen haben, dass es IM als Lite-Version gibt. Ja. Und ich habe es getestet. Und ich sage dazu jetzt auch mal was. Also erstmal, ihr könnt es euch alle kostenlos runterladen, wenn ihr wirklich Bock habt, dass jede Nachricht, die von euch über ICQ oder MSN oder Twitter oder Yahoo oder Facebook oder in welcher Art auch immer ihr es nutzen wollt, mit Werbung bombardiert werden. Und das ist wirklich der Hammer. Also, sobald ihr irgendjemanden anschreibt in ICQ, bekommt der einen Link zur Vollversion von IM. Und was für Vorteile das hat. Also einfach so ein Link. Das wird einfach immer unter eure Nachricht gepostet. Egal, was ihr macht. Ich kann es euch an einem Beispiel gleich mal zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich die ICQ-Account-Namen zeigen darf. Ja, gut, also auf jeden Fall, ihr könnt es mir glauben, ihr könnt es auch gerne selber testen. Ist ein bisschen fraglich, ob das jetzt so genial gelöst wurde, aber gut. IM ist kostenlos und wie gesagt, ladet es euch runter, wenn ihr Bock habt. Also ich, für die Leute, die wirklich nur ICQ benutzen, benutzt weiter euer ICQ-App. Es ist fantastisch, es funktioniert fantastisch und warum solltet ihr ein anderes App nehmen? Bei AM ist das halt mit dieser Push-Funktion richtig genial. Das heißt, ihr macht das App auf, loggt euch ein, beziehungsweise er loggt euch dann meistens wahrscheinlich auch automatisch ein. Und wenn ihr das App verlasst, bleibt ihr trotzdem online und sobald euch jemand anschreibt, bekommt ihr auf euren Bildschirm sofort so einen kleinen Kasten und da steht dann Silvana, Doppelpunkt und was sie dann halt schreibt, hey, wie geht's oder so, das bekommt ihr dann direkt drauf. Und dann könnt ihr da draufklicken und dann kommt ihr wieder zu dem App. Also das ist bei IM wirklich das Geniale, diese Push-Funktion. Du musst das App nicht die ganze Zeit aufhaben. Das ist natürlich sehr genial. Also man muss sich das überlegen, ob man mit der Werbung klarkommt oder nicht. Wenn man mit der Werbung klarkommt dann und sagt, oh Gott, das interessiert mich nicht, ob da jetzt ein IM-Link mit runtergepostet wird oder nicht. Ich meine, es sieht nicht sehr schick im Verlauf aus, denn es gibt ja Leute, die den Verlauf nachlesen oder so, das ist dann. Aber gut, das muss jeder selber entscheiden. IM in der Lite-Version an sich ohne die Werbung wäre es richtig genial gewesen. Jetzt finde ich das schon extrem nervig. Ich meine, wenn dann unter jeder Nachricht, die man schreibt, es ist ja nicht so, dass am Anfang einmal ein Link gepostet wird, sondern es wird ständig bei allem, was man schreibt, wird immer darunter der Link sozusagen als Signatur mitgepostet. Muss man sich überlegen, ob man drauf steht. So. Dann machen wir weiter bei uns auf dem. Ja, genau, wir wollen hier zurück, genau. Ja, und dann habe ich ein fantastisches App gefunden, wo ich gedacht habe, Chris, das hast du jahrelang gesucht. Und jetzt ist es da. Es ist ein Programm, wo Frauen Sport machen. Das ist auch überhaupt kein perverser Hintergrund dabei. Es sind einfach Babys, die Sport machen. Ladet euch es runter, es ist kostenlos. Emilia und Emilia ist meine zweite Wahl. Ist es ihre erste Wahl oder ihre zweite Wahl? Welche finden Sie hübscher? Wie heißt die andere? Skaiste? Skaista? Das sind alles so polnische Weiber, da weiß man immer nicht, was los ist. Oder russisch, oder ich weiß es nicht. Ihr könnt auf jeden Fall mal irgendwas auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Emilia. Ihr klickt drauf und sie macht Sport für euch. Ich finde es genial, ja? Oh, das wackelt so schön. Wissen Sie, was ich meine? Ich mach's mal für Sie etwas lauter.
Ja, Sie können hier auch wählen. Soll sie laufen? Soll sie etwas langsamer laufen? Das ist genial, oder? Das ist genial. So, und dann können Sie hier auch, wenn Sie... Oh, herrlich, oder? Ein fantastisches App für alle Männer. Ladet euch das bitte runter. Und natürlich kann man dann auch noch mal die andere sich angucken, die macht aber genau das Gleiche. Ich finde, das ist ein geniales App, man kann es gar nicht anders sagen. Es ist so fantastisch. Ladet euch es runter. Ich könnte mich damit eine Stunde beschäftigen und ich gucke nur auf zwei. Ich gucke auf diese zwei Argumente hier. Fantastisch. Fantastisch. Ladet euch das App runter, bitte. Fantastisches App. Alle Männer müssen sich dieses App runterladen, auch wenn man es nur einmal testen will. Genial. So, jetzt kommen wir zu einem etwas anständigeren App. Und zwar möchte ich dieses App auch wieder gemeinsam mit euch registrieren, damit ihr auch gleich seht, wie es funktioniert. Dieses App heißt MyTV und das ist ja grell gemacht. Ich finde es hier persönlich scheiße gelöst, wie man hier diese Vorschau hat, dieser Sender. Aber man kann dann zum Beispiel ProSieben auswählen und bekommt dann alles, was heute auf ProSieben läuft, angezeigt. 15 Uhr haben wir, momentan läuft We Are Family, da läuft immer noch dieses fantastische Kopie von Bauer sucht Frau. Ja, also dann kann man sich angucken, die Beschreibung davon, das heißt Information zur Sendung. 20 Jahre nach dem Mauerfall gibt es noch immer Unterschiede zwischen Ost und West. Ossi meets Wessi bringt Ossi-Männer und Wessi-Frauen zusammen. Die Ex-Prostituierte Trixie, Hübschmann, bekannt aus vielen We Are Family Folgen, begleitet die Kandidaten, bla 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 bla. Fantastisch, oder? Das ist Weltklasse. Eine Hure, die andere Leute zusammenbringt. Fantastisch. Aber quotenmäßig glaube ich nicht so der Hammer. Wenn man dann hier wieder auf Live klickt, kann man sich die MyTV-Quoten angucken. Und da kommt schon den Account, den wir uns erstellen wollen. Da wählt dann Username. Ich nehme natürlich jetzt beispielsweise mal. Ja, irgendwie klappt das nicht, wenn eine Kamera davor steht. Dann vertippt man sich viel öfters. Fällt Ihnen das auch auf? E-Mail-Adresse. Ja, wir vertippen uns hier öfters mal. Weltklasse TV at ja, who. Ich wäre schön blöd, wenn ich meine private E-Mail-Adresse jetzt hier direkt auf YouTube zeigen würde. Mache ich natürlich nicht. Passwort. Das muss ich natürlich jetzt mal. Jetzt sehen Sie auch mal den Ständer im Hintergrund, was ich als Ständer nutze. Fantastisch, oder? Ich habe das gut gelöst, finde ich persönlich. Ich habe das fantastisch gelöst. So, Passwort wiederholen. Es geht gleich weiter. Bei mir ist das Passwort nicht so lang, aber man muss es erstmal knacken. So. Ja, habe ich finde, ich habe das schön gelöst. So. Das senden wir jetzt. Überprüfen Sie Ihr Mailfach und bestätigen Sie. Ja, das können wir dann machen. So, dann kann man nämlich hier mit abstimmen. MyTV. Und das sind natürlich jetzt die echten TV-Quoten. Das sind die Quoten von den MyTV-Usern. Und die haben momentan ProSieben ganz oben mit 24%, dann RTL, dann die ARD, hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, Sat.1 kommt nach RTL, also, aber gut. Und hier kann man sich die Quoten anhören, das wird immer mieser nach unten hin. Dann so bayerisches Fernsehen, das guckt ja keiner. Aber mich hat gewundert, MTV, ganz weit unten. Ja, naja. Es ist an sich, finde ich, jetzt nicht so der Knaller, dieses App. Also es gibt da TV Select, was ich ja auch in einem meiner ersten Videos vorgestellt habe. Das ist
genialer, weil es halt auch werbefrei ist. Weil hier unten haben wir wieder Werbung, Sie sehen das. Ist immer meiner Meinung, Sie kennen das. Muss nicht sein. Aber ja, man hat hier in der Beschreibung steht, man hat noch direkt Kontakt zur Redaktion. Inwiefern die das jetzt meinen, weiß auch irgendwie keiner, aber wir können es ja selber mal testen. So. Dann habe ich für alle Leute zum Abschied, ich muss mich beeilen, ich habe nur 20 Sekunden, Backgrounds. Ladet euch das runter, wenn ihr Hintergründe haben wollt. Für, wenn ihr nicht wisst, was für Hintergründe ihr euch machen sollt, dann könnt ihr euch hier welche runterladen. Tut das gerne. Fantastische Hintergründe gibt es hier. Ladet sie euch runter, wenn ihr nicht wisst, was ihr als Hintergrund für euren iPod Touch oder euer iPhone nutzen sollt. Dann ladet euch sowas runter. Danke, das war's. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.